herzlich willkommen wieder bei F&M TV. Sind mit meinem Namen Dating- und Beziehungscoach hier aus dem schönen Augsburg. Und unser Thema heute befasst sich einmal etwas aus diesem Verführungsrahmen, so Kürzelrahmen. Ich nenne es einmal so aus dieser Pick-up-Richtung da. So diese so Begriffe wie HSE, LSE, LD, Frauen, HD, Frauen, etc. pp. Ja, immer wieder kommst du halt in diese Materie da zwangsläufig damit hinein. Besonders dann, wenn irgendwie du mit einem Kerl Kontakt hast oder wenn du irgendwo in der Gruppe oder in einer Thematik da irgendwie auf jemanden triffst, der sich gerade in diesem Pickup-Bereich da gerade das neu für sich entdeckt hat, gerade damit jetzt arbeitet und für den das High-End Overdrive ist ganz einfach auch. Und wenn ich mit so Begriffen, sag ich allein, konfrontiert werde wie, das ist eine HSE-Frau, das ist eine LSE-Frau, das ist eine HD und so weiter, da muss ich ganz ehrlich sagen, alleine schon diese Stigmatisierung von anderen menschlichen Lebewesen sagt schon einiges über dem seinen Charakter aus. Da geht schon einmal los. Das ist das Erste. Und das Nächste ist ganz einfach, kannst du ihm ja nicht böse sein. Vielleicht hat er irgendwie Probleme mit seinem eigenen Selbstbewusstsein irgendwo oder hat ganz einfach irgendwo in der letzten Zeit nicht genug Sex gehabt, was somit auch diesen niedrigen Drive, sag ich ja mal, erklärt, aus dem so eine Aussage dann herauskommt. Aber letzten Endes, sag ich einmal, ist es scheißegal und absolut irrelevant, solange ich mir selber sicher bin, was ich überhaupt will. Ja, angefächert wurde diese Thematik mehr oder weniger aus einem Buch irgendwo auch heraus. Ich habe das auch hier. Es ist, aus meiner Sicht ist es ein Meilenstein der Literaturgeschichte ganz einfach. Es ist so dieser Aufbruch, der dem kleinen Mann auf der Straße in der Matrix einfach einmal erzählt, hey du, so wie du denkst, dass es mit dir und den Frauen läuft, so ist es in Wahrheit überhaupt nicht. Lodovico Satanas Meisterwerk Lob des Sexismus. Es ist eins der Bücher, wo ich zu 80, 85%, 90% teilweise weiterempfehle, gerade für jemanden, der, sage ich einmal, hier irgendwo jetzt sich da mit dieser Materie auskennt, gerade Artists, Pickupler, Verführungskünstler, was auch immer, das gehört eigentlich zum Basiswissen dazu. Es gibt so Bücher, auch wenn ich persönlich finde, dass The Game von Neil Strauss mittlerweile schon überholt ist, alleine wegen dem Film, der schon rausgekommen ist, muss ich sagen, du kannst dich nicht irgendwo damit reinstellen zu so ein paar Typen, die sich gerade über die Thematik unterhalten haben und gewisse Bücher nicht gelesen haben, nicht wissen, wer das und das ist. Haut irgendwo nicht hin. Es ist irgendwo ganz einfacher Basiswissen. Und wie es mit so ziemlich jedem Buch ist, was ich da hinten da flagge, welche ich auch 1, 2, 3, 4 Mal gelesen habe, nicht nur einmal, ist es auch allerdings hier so, eine hundertprozentige Weitergabe habe ich bisher noch kein Buch entdeckt. Ich selber würde es auch nicht gut finden, wenn man es über mich sagen würde, was der Zen-Metin sagt, das ist zu 100%, ist nichts, gar nichts, niemand. Ich sage es immer wieder beim Coaching, wenn ich ein Grundschullehrer wäre, ich würde keinem meiner Klienten eine 6 verpassen, weil der Klient grundsätzlich immer irgendwas richtig macht. Ich würde allerdings auch niemals eine 1 verteilen, weil immer irgendetwas scheiße läuft. Sau nochmal. Was auf jeden Fall dieses Buch hier anbelangt und natürlich die Thematik dazu ganz einfach. Es ist, wie gesagt, zu 80, 85, 90% weiterempfehlungswert. Einfach, es ist ein simpler Grund, weil da auch so ein paar Punkte drin sind, wo ich mir denke, kann nicht sein. Und ist mit unserer heutigen Gesellschaftsnorm einfach ganz einfach auch irgendwo nicht mehr umsetzbar. Abgesehen mal davon, dass hier so ein paar kleine Zeitangaben ganz einfach nicht stimmen. Und da wundere ich mich, da frage ich mich auch, warum all diese ganzen Leute da in dieser Pick-up-Szene da irgendwo, warum das hier noch niemand hinterfragt hat auch. Ich meine, hier stehen zum Beispiel so Sachen drin, ich werde es mal damit vergleichen, das ist ungefähr so wie bei Marco Polo.
Ich habe als Kind, ich habe mal ein Buch gelesen, die Reisen des Marco Polo, der war ja ewig lange weg, hat er China entdeckt und der war da auch in so einer Provinz, war der ja Botschafter, Gouverneur oder irgendwie so etwas. In keines seiner Memoiren steht irgendetwas von der Qing-Dynastie drinnen. Und von der chinesischen Mauer hat er auch nie etwas gesagt. Schon ein bisschen eigenartig, nicht? So ungefähr so, wenn ich ein Japaner wäre, ich nehme bewusst jetzt Japaner mal den Begriff, weil die sind ja dafür bekannt, dass sie irgendwo in Urlaub klick, 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 überall Fotos machen und der macht angeblich in Deutschland Urlaub und kommt nach 2 Wochen, lass noch mal ein halbes Jahr da sein und kommt dann wieder und zeigt mir Bilder, erzählt von Deutschland und so weiter und er erwähnt mit keinem Wort die Berliner Mauer, die Allianz Arena, das Oktoberfest, das Brandenburger Tor, den Kölner Dom, eigenartig, ohne es jetzt mal irgendwie, ich will es nur mal festgestellt haben, wie dem auch sei. Auf jeden Fall beschreibt Satana in Kapitel 6 zu Frauentypen von Selbstwertgefühl, Sexualantrieb und so weiter und so fort. LSE-Merkmale, Lehren zum Beispiel, viele irreführende Vorstellungen sind im Umlauf darüber, wie sich gering Selbstwertgefühl bei Frauen äußert. LSE besteht beispielsweise entgegen aller Gerüchte in keinerlei Zusammenhang mit Schüchternheit, sind Gesellschaft zurückhaltend, bla bla bla, macht sie den Mund auf und so weiter und so fort. Low Sex, High Sex und so weiter und so fort. Er berichtet halt da so über, er haut die Frauen da in Sparten und in Kategorien rein. Das ist ganz einfach so ein Schubladendenken, mit dem persönlich ich noch nie irgendetwas anfangen konnte. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist ganz einfach so, wo ich mir da als Mann auch denken muss, was interessiert es mich verdammt nochmal, ob eine Frau irgendein Ego-Problem hat. Da geht's ja schon einmal los. Jetzt mal ganz ehrlich. Und fass dich mal bitte an deine eigene Nase. Du hast doch auch eine Vergangenheit, oder? Hast du keine Schwierigkeiten mit irgendwas? Hm? Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe auch Probleme, aber nicht solche. Ich bitte dich. Fakt ist, wenn mir eine Frau gefällt, dann gefällt sie mir auch. Punkt aus. Brauche ich nicht reden. Wenn irgend so ein Heino daherkommt und mir irgendeinen Scheiß erzählt davon, dass das eine LSE-Frau wäre. Ich meine, LSD kenne ich selber. Aber ich habe auch einen HD-Fernseher zu Hause. Also es ist aber wichtig, was ich, es ist irrelevant, was der denkt. Es ist wichtig, was ich weiß und was ich schaue, was ich kenne. Das ist auf jeden Fall einmal wichtig. Und ich meine, der eine, der mag das und der andere, der mag das. Und ich kenne genügend Typen auch. In den letzten Jahren sind mir einige begegnet, die solche Dramen-Queens auch bei sich haben wollten. Das ist doch dem sein Bier. Das hat doch dich nichts anzugehen. Das ist, wenn dem seine Frau schreit und wenn es eine Heulsuse ist, wenn es die kleine Mimose oder die dominante Dragon Queen ist, das ist scheißegal, das hat dich nichts anzugehen. Das ist dem und dem und dem sein Problem, aber nicht deins. Ja, am Ende einer weiteren erfolgreichen Folge kann ich ganz einfach bloß den Tipp geben, hinterfragt die ganze Scheiße einfach einmal und macht euch einmal selber darüber Gedanken, ob das alles, was ihr in den Büchern der großen Verführungskünstler alles so geschrieben steht, ob das wirklich auch so den Tatsachen entspricht. Für mich ist ein richtig qualitatives Buch meistens dann eins, wenn ich weiß, dass der Autor schon lange gestorben ist. Casanova zum Beispiel, seine Memoiren, wo kein Arsch, meine ich sage mal so fett, noch Geld daran verdienen kann und hier in einer Yacht sitzt. Mit der Grundmotivation vor ein paar Jahren einfach zu behaupten, sie irgendwie Storys aus den Fingern zu saugen und Thesen dann als faktisch hinzustellen. Also von daher und ganz besonders auch, jeder Mensch hat irgendwo sein Gepäck mit dabei und an dieser Stelle möchte ich gerne ein Zitat aus dem Folge nehmen, um das Ganze ganz einfach einmal abzuschließen. Wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen schmeißen. In diesem Sinne.